herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch das Geburtstagsgeschenk für meine Tochter mitgebracht. Ja, My Bright Side and My Dark Side. Für meine heute 15-Jährige, die hat mich heute Geburtstag, bin ich dieses schwierigste Element dieses Buches vermutlich, mit euch einbauen möchte oder überhaupt bauen möchte. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. So, und zwar handelt es sich darum, dass es das Pop-Up-Element wird, was zwischen den beiden Büchern sein wird. Ja, erinnert euch an mein erstes Video, zwei Bücher. Eine dunkle und eine helle Seite. Und zwischen den beiden Büchern, Zwischenraum. In diesem Zwischenraum sollen Fotos, Ausklappelemente und Co. Und genau damit möchte ich heute mit euch beginnen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Ich freue mich riesig und ich freue mich über Austausch mit euch, über Kommentare, Likes. Ihr könnt mich auch bei Facebook anschreiben. Und ihr könnt auch, mich bei Facebook anschreiben und dann gucken wir mal, wie wir weiter in Kontakt kommen. Mit einigen Leuten schreibe ich auch so privat viel. Und da bin ich immer herzlich an einem Austausch interessiert. Die Maße für das, was ich da mache, das packe ich euch in die Videobeschreibung. Und jetzt zeige ich euch erstmal, was das hier alles werden soll. Das Pop-Up-Element an sich, das habe ich schon mal gemacht. Wir fangen jetzt erstmal an, den Weg zu bereuten für das Schatzi. Also hier soll nicht nur ein Pop-Up-Element rein, sondern noch was anderes. Heute, in diesem Video, möchte ich mich auf das Pop-Up-Element tatsächlich beschränken. Und zwar habe ich schon mal was vorbereitet in dem Sinne. Ihr seht den Zwischenraum zwischen den beiden Büchern. Ihr habt hier die Scharniere. Ich habe aus dem Time is an Illusion Papier von Stemperia oder Stemperia, wie auch immer, habe ich hier Papier genommen und das möchte ich hier genau reinkleben. Das soll hier rüber wandern. Das heißt, es klappt auf und es klappt zu. So, und genau diesen Mechanismus brauchen wir. Deswegen habe ich mir diese Seite hier genommen, ja, so wie sie ist. Habe hier hinten ein bisschen Scotch Tape als Verstärkung reingemacht. Habe mir auch schon die Elemente hier alle zusammengeschnitten. Und nun möchte ich mit euch einfach erstmal dieses Herzchen hier aufkleben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich kann ja euch was erzählen. Gut, das Erste, was ich euch erzählen kann, ich habe hier einen Kaffee. Der wird nicht besonders lange halten. Der ist nämlich in einer ziemlich kleinen Tasse. Ihr seht die Tasse. Ich guck mal eben, welchen Bildausschnitt ihr habt. Ja, ihr seht meinen Kaffee. Sehr schön. Weil manchmal bewegt sich meine Kamera ein bisschen. Ich habe mir nämlich zurechtgelegt, dass ich diese Kante hier oben als maximale Buchhöhe habe, damit ihr noch vernünftig was seht. So, Prost erstmal mit dem Kaffee. Ich mag gerne heißen Kaffee. So, wenn man jetzt eine riesen Tasse hat und dabei ganz viel erzählt, wird der Kaffee kalt. Klar, soweit. So, dementsprechend gibt es bei mir heißen Kaffee in kleinen Tassen. Ich fange jetzt erstmal an und gehe hier mal die Kante lang. Ich sag mal so, ich klebe jetzt hier nicht mega ordentlich. Schaue aber schon, dass ich hier keine Luftblasen irgendwie drunter habe, damit sich die Pappe gleichmäßig wählt oder besser gar nicht wählt. Das Schöne an dem Kleber, den ich hier benutze, das ist der Funkelkramkleber. Der hält auf der, ja, auf dem Designpapier, der hält auch auf dem Stoff und das Ganze auch ziemlich zügig. Mein Plan ist ja, ich habe ein bisschen drauf geschweint, der hält auch so ziemlich zügig, dass ich hier auch direkt weiterarbeiten kann. Vorher habe ich so einen Kleber benutzt, der ziemlich ausgedünstet hat. Da war ich immer so mal leicht angebreitet, unangenehmerweise. Das war nicht ganz so schön. Oder ich hatte danach einen, der war so sehr flüssig und hat Ewigkeiten gebraucht, um zu trocknen. Und hat das Papier und auch so eine Pappe wie die hier extrem gewellt. So, hat nicht so viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich den und bin happy. Und ja, das war so mit Abstand die beste Erfindung. Also, Roland, sieh es mir nach. Deine Designpapiere sind auch toll. Aber dieser Kleber ist echt der Knaller. Das habe ich auch schon öfter erwähnt. Nein, ich kriege keine Prozente oder irgendwas. Überhaupt nicht. Aber ich stehe da voll hinter. Ich habe ja auch in meiner Kanalbeschreibung geschrieben, wenn ich euch was empfehle, dann empfehle ich das mit dem Brustton der Überzeugung. Einfach, weil ich es selber benutze und weil, ja,
weil ich es einfach nur empfehlen kann, weil es wirklich gut ist so. Prozente kriege ich hier mal so gar nicht. Also keine Werbeverträge, keine Ahnung, Affiliate, kein. Einfach nur mein Bastelkram und ich. So, ich hoffe, dass das mit dem Ton hier auch vernünftig funktioniert. Ich habe ein externes Mikro angehängt. Allerdings aktuell ein kleines, zartes, feines. Ich werde mir demnächst wahrscheinlich ein bisschen ein etwas stabileres, größeres, auch auf jeden Fall teureres zulegen. Nur, ja, momentan habe ich das Kleingeld dafür noch nicht investiert. Ich habe erstmal hier im Bastelzimmer ein bisschen was umgebaut, ein, zwei Sachen aktualisiert und verändert. Unter anderem habe ich ein schwebendes Brett, nicht über dem Schreibtisch, aber dahinter. Und das hängt an der Decke, eine Dreipunktbefestigung. Und dieses Brett ist für meine aktuellen Projekte. Da wird auch eine Pflanze draufstehen, darf da gerne wohnen. Aber meine aktuellen Projekte werden da jeweils Stapelchen bekommen, dass ich die hier einfach aus dem Sichtfeld habe, beziehungsweise hier einfach aus dem Bereich, wo ich arbeite. Weil sonst wächst mein Schreibtisch von links nach rechts oder umgekehrt zu. Weil ich dann immer irgendwie an einem Projekt arbeite und dann wieder was liegen lasse oder wieder was finde und dahin lege. Und dann habe ich auf jeder Seite irgendwelche Haufen und man hat nur noch so ein bisschen Platz zu arbeiten. Ich weiß, das kennen alle Bastler, das gehört so. Man muss es nur nicht übertreiben, finde ich. So, nun ist die Frage mit dieser Kante hier. Ja, ich lege es erstmal drauf. Ich kann's dann noch, das Schöne ist, man kann es dann noch verrutschen. Ganz ein bisschen noch. Und zwar möchte ich den hier unten auf der Kante haben. Hier möchte ich das Papier wirklich direkt an die Scharniere dran bekommen. Von oben und unten muss es mit dem Stoff abschließen, damit es nicht irgendwo übersteht. Zumal die Bücher auch nicht 100 pro passen. Also man sieht, dass hier ein kleines bisschen Überstand ist. Als ich die zusammengeschraubt habe, war ich vielleicht nicht die allerordentlichste. Nicht die Perfektionistin. Monk hat gepennt. Der ist sowieso nicht immer da. Und hat mich dann dazu verleitet, es einfach schön zusammenzuschrauben, wie es denn funktioniert hat. Und das hat ja auch funktioniert. Es ist auf jeden Fall knitter- und blasenfrei hier drauf. Keine komischen Beulen darunter. Jetzt haben wir hier den Part, der hier rüber flappt. Ich weiß, ich muss jetzt hier rüber. Ich werde aber ein bisschen Lücke lassen müssen hier, damit ich nicht meine Scharniere einklebe. So, mein Kleber ist bald alle. Ich habe mir schon einen neuen bereitgestellt. Das ist ja auch mal so, wenn ich hier aus dem Kleber running out of Klebstoff, ja, also wenn der zur Neige geht und ich habe nur noch gerade einen angefangen und noch eine volle Dose da, dann werde ich echt nervös. Denke mir so, wow, wenn jetzt am Wochenende viel bastelt und dann ist der Kleber alle und er bestellt sich, ich meine, die sind super schnell mit Versenden, kann man nicht meckern. Nur dann ist der Kleber alle, stelle ich mal vor. Dann sitze ich hier vielleicht einen Tag ohne Klebstoff. Ich weiß nicht, das ist eigentlich so ein Bastler-Horror-Szenario. Tag ohne Material, Tag ohne Klebstoff. Stellt euch vor, meine Stempelfarbe ist alle und. Eigentlich total bescheuert, weil man hat tausend und eine Sache. Also ich habe ja auch noch irgendwie hier so Mod Podge rumstehen und allen möglichen Tüdelü. Und wenn ich jetzt meinen Tag was anderes machen müsste als zu kleben, wäre das so rein von der Logik her gar nicht so schlimm. Jetzt kommt das Aber. Da ist so ein kleines Männchen im Kopf, was sagt, oh mein Gott, das kann nicht sein. Du kannst auf gar keinen Fall, nur einen Tag ohne Kleber. Geht nicht. Und das liegt daran, dass dieser Kleber ausdünstet und nicht irgendwie schnüffelt oder so. Vergesst das. Dieser Kleber dünstet nicht aus. Oder unriechbar auf jeden Fall, wenn dann überhaupt. So, wir bringen das jetzt hier rüber. Ihr seht schon, dass hier so ein bisschen Versatz ist, aber das ist einfach künstlerische Freiheit. So, hier unten werde ich ein kleines bisschen kürzen.
wichtig ist, dass es hier klappt. Aha. Guck ich mal irgendwie. Irgendwie möchte das nicht. Warum auch immer. Ich brauche dich aber klappenderweise. Okay, machen wir das mal so. Warum hältst du hier nicht? Hier unten ist das gar nicht so schlimm, wenn das nicht hält. Ich brauche nur diese Klappkante hier. Ohne diese Klappkante bin ich aufgeschmissen. Das heißt, wenn die fehlt, dann funktioniert dieser ganze Klappmechanismus nicht. Dann muss ich mir irgendwie heulend was anderes ausdenken, was ich aber auf keinen Fall tun werde. Ja, also hier haben wir einen kleinen Magneten dazwischen, ihr hört's. Schon überlegt, ob ich den ein bisschen verstärke, weil wenn ich dann noch was drüber klebe, könnte das schwierig werden. Sagen wir mal so, man kann damit leben. Na, also es ist knüttelt und knittert ein bisschen. Aber diese Klappkante, die ich hier brauche, die gibt's und die funktioniert. So, jetzt hatte ich gerade hier davon gesprochen. Ihr seht es, wenn ich so umdrehe, steht hier ein bisschen was über. Sowas passiert immer mal, wenn man sowas Handgemachtes hat. Das ist völlig in Ordnung, völlig normal. Wenn man so einen Fall hat, dann erstmal gucken, wie man seine Hände einsetzt. Und dann nimmt man einfach die Schere und glättet das so ein bisschen. Also man fängt einfach an und schneidet dann einfach so eine Kante da ein bisschen rein. Und lässt die so ein bisschen auslaufen. Also was ich damit sagen will, ist nicht ganz hart gerade und so abschneiden, sondern einfach so ein bisschen das, was ich gerade nicht hinkriege zu machen. Also hier so, meine Schere ist so groß. Meine Güte. Was kann man dagegen tun? Das kann ich hinterher noch beheben. Das werde ich mit dem Schneidbrett und dem Cutter beheben. Das ist nichts, worüber ich mich jetzt irgendwie aufregen muss. So, drehen wir unser Schatz hier mal wieder um. Also wir haben es jetzt geschafft, eine Klappkante hinzubekommen. Wenn die Klappkante hier unten ein bisschen komisch klappt, ist jetzt nicht so schlimm. Ein Schluck Kaffee auf den Schock. So. Jetzt brauche ich die Mitte. Und zwar von oben nach unten. Die Mitte wird hinterher verdeckt werden. Das heißt, wenn ich mir jetzt anzeichne, ich muss erstmal den Flap wirklich finden. Da. Den Flap, also die Knickkante. Ihr versteht mich schon. Auch wenn ich jetzt hier nicht ganz perfekt bin, ist das nicht so schlimm, weil das Element selber wird ja seine Mitte finden. Ich muss es nur beim Aufkleben einmal markieren. Die Stelle sieht man hinterher nicht mehr, deswegen ist das überhaupt nicht schlimm, wenn man hier einfach, wie ich, schwarze Farbe nimmt. So, ich habe mir vorbereitet ein Stück Pappe. Ich habe es in der Mitte einmal so gefalzt und ich habe mir hier 45 Grad Winkel reingebaut, beziehungsweise 94 Grad Winkel. Das Ganze zusammengefaltet sieht dann so aus. So, und dieses jenes klebe ich jetzt so auf. Das poppt nämlich dann auseinander. Und wenn ich es zumache, flappt das hoch. Ihr seht, das ist mein Plan. Hier muss ich mit den Kanten auf die Mitte kommen. Und meine kleine Markierung, da ist sie, wo, da, meine kleine Markierung, in die Mitte nehmen. Ich klebe jetzt nur diese beiden Dreiecke an. Lieber Kleber, machst du bitte mit. Bitte ein bisschen noch, solange du noch was drin hast. So, also diese Dreiecke bekommen jetzt ordentlich Kleber drauf. Dürfen sie gleich ein bisschen ankleben und dann probieren wir den Mechanismus direkt aus. Das ist wichtig, dass man das dann ausprobiert und auch ein bisschen, sag mal, einlaufen lässt. Also ich habe es jetzt schon in der Hand ein bisschen bewegt, dass ich hier mit euch nicht 25 Mal auf und zu machen muss. Ich habe halt, wie gesagt, etwas vorbereitet. Die Kurzform und das wirklich zum Mitbasteln und Stück für Stück das Ganze zuschneiden, beziehungsweise das Ganze falzen und so weiter. Das habe ich bereits im Tutorial-Video gemacht. Das könnt ihr euch gerne angucken. Wenn ich beim Hochladen noch dran denke, dann verlinke ich euch das auf jeden Fall.
Jetzt würde ich einmal meine mit. Ups. Nein, ich will nicht noch mehr ankleben. Ich will nur diese beiden Dreiecke. Dann müsst ihr euch jetzt benehmen. Also. Mitte. Die falzt auf diese Kante. Und hier die falzt ebenfalls auf diese Kante. Nochmal gecheckt, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Kante, Kante. So, nun lassen wir das mal kurz ein bisschen anziehen. Legen George mal eben kurz zur Seite. George, sag ich schon. Ich bin doch gar nicht bei George. Legen das Ding mal zur Seite. Hier habe ich die zwei Elemente. Und das, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, das ist eigentlich das letzte, eines der vorhergehenden Videos, dann werdet ihr wissen, wie ich das gemacht habe. Wie gesagt, die Maße für die Dinger findet ihr in der Videobeschreibung. Im Endeffekt falzt man sich hier eine kürzere Lasche, die kann 2 oder 3 cm lang sein. In diesem Fall habe ich 3 genommen. Und dann teilt man den Rest durch 2, also dass man die beiden so zusammenkleben kann. So, und um das Ganze ein bisschen zu arretieren, weil das sehr wabbelig in sich ist, also ihr seht ja hier, ich kann das hier verschieben. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich noch aufnehme. Ich habe immer ein bisschen Panik, dass sie irgendwie die Aufnahme stoppt wegen Akku leer oder Speicherfülle, was weiß ich, und ich laber mir eine Naht zurecht und im Endeffekt kriegt ihr nicht mit, was ich hier gemacht habe. Ganz unnützlich, das wollen wir. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht, wollen wir anders. So. Also, dann legt es sich immer so ein bisschen senkrecht zusammen, dass die Kanten aufeinander sind. So. Und dann klebt man sich das offene Element fest, also was den Schlitz hat. Damit es wirklich, sagen wir, nicht mehr sich in sich verschiebt. Ihr versteht, was ich meine. So, das zweite Stück habe ich auch noch. Auch diese Klebekanten und sowas, die sieht man hinterher nicht mehr, wenn wir die Elemente drauf haben. Das heißt, ob hier jetzt ein Klebestreifen ist oder in China fällt ein Sagereis um, wurscht, piep, egal. Aber ihr habt jetzt ein Element, was fein und fertig ist. Jetzt gucken wir mal, ob das andere schon angezogen hat. Wie gesagt, normalerweise ist der Kleber immer sehr schnell. Ich habe jetzt hier aber eine extrem große Version von dem Ganzen. Das heißt, ich bin jetzt hier noch so ein bisschen vorsichtig. Aber wenn ich mir das so angucke, tut es auf jeden Fall seinen Job. Wie hört es sich an? Schiebt nicht rum, das ist gut. Ein Traum. So, nun sollte dieses Gekröse hier genauso groß sein wie das andere, das untere Teil. Und nun geht es darum, dass man das hier genau drauflegt. Ob das jetzt einen Millimeter übersteht oder peng, das ist wurscht, egal. Wichtig ist, hier steht das nämlich ein Millimeter über, hier oben, ihr seht. Oder ihr seht es vielleicht auch nicht. Wichtig ist, dass die Kanten aufeinander liegen. Und wenn ihr einen Überstand habt, dann vermittelt das ein bisschen, dass oben und unten ein bisschen was übersteht. Und dann ist schon gut. So, dann klappt ihr den oberen Part runter. Und hier wird oben links geklebt. Das geht unserem Nachbarshund gerade steil. Ich bin das mal gewöhnt, wenn ich so Teams-Videokonferenzen habe und so, da wird jegliches Nebengeräusch irgendwie ganz entspannt rausgefiltert. Wenn ich YouTube-Videos drehe, dann passiert das nicht. Warum eigentlich? Und manchmal sind Nebengeräusche ja gewünscht und gewollt. Und dann wäre das natürlich schlecht, wenn YouTube mal eben den Filter ansetzt und sagt, boah, braucht man nicht. Also ein Berner Nachbarshund muss jetzt nicht sein. Jedenfalls nicht im Video. So, das darf jetzt hier eine Runde anziehen. Über das, wer so sagt, hat noch mehr zu sagen. Genau. Hier unten mache ich das gleiche, klappe das Element hoch und klebe dann unten rechts an.
Kann sein, dass ich gleich mal kurz spicken muss, bevor ich die Satellitenelemente da anklebe. Weil wenn ich das hier versaue, ich glaube, dann beiße ich mir selber in den Hintern. Das kommt schon mal vor, dass man irgendwas verdaddelt, wenn man irgendwie falsch, also nicht richtig aufgepasst hat oder denkt, man kann das aus dem FF und dann ist das so, ups, ich glaube doch nicht. Das kann schon mal vorkommen, nur bei so einem Projekt wäre das mal mehr als ärgerlich, finde ich. So. Was man hier bei diesem Teil bedenken muss, es ist wesentlich größer als das, was ich schon gebastelt habe. Alles, was größer wird, wird, sag ich mal, insgesamt wabbeliger. Das heißt, verwendet dafür wirklich eine stabile Pappe, Cardstock. Ich habe hier ein ziemlich stabiles Craft Paper genommen. Ich glaube mindestens 260 Gramm, wenn nicht sogar noch mehr. Können sogar 310 sein, ich weiß nicht mehr ganz genau. Damit geht das. So, jetzt gucken wir mal. Gucken wir mal, ob sich das Schätzchen hier bewegt. Jo. Es bewegt sich, aber man hört doch deutlich ein. Okay. Hallo. Bewegst du dich bitte? Zu Anfang muss man ein bisschen nachhelfen. Und das ist mit so einem großen Buch ganz schön schwierig. Das meine ich mit einlaufen lassen, ne? Also, das erste Mal machen, da muss man vorsichtig, langsam, ein bisschen nachhelfen. Wenn das dann eingefleckt ist, sag ich mal, und sich hier so dreht, dann könnt ihr das 10.000 Mal machen, das ist alles cool. Aber ihr müsst da hinkommen. Und deswegen zu Anfang nicht mit Gewalt, sonst doof. So, jetzt gucke ich mal eben bei meinem kleinen Prototypen, wo ich die Schilder hingepackt habe. Genau, Hälfte des Oberelements, das ist immer das unter dem Element haben wir. Und auch das hier. Ja. So, ihr habt gesehen, ich habe hier diese vier Herzchen. Die habe ich auch aufgedoppelt. Also ich habe ja, den gleichen Cardstock zweimal genommen dafür. Oh Gott, nochmal unten. Ja, alles klar, ich bin wieder voll im Bilde. Es ist ein paar Tage her, seit ich das gemacht habe, habe ich schon mal erwähnt. Jetzt trinke ich meinen Kaffee. Kalter Kaffee, doof, das haben wir ja gelernt. So, und jetzt gucke ich nochmal irgendwie, wie weit habe ich das dann runtergezogen. Ich gucke immer, was sich bewährt hat. Ja, ungefähr die Hälfte. Ja, weil manchmal guckt man ein Tutorial, macht das und stellt fest, oh, so wie die das macht oder so wie der das macht, kann man machen. Aber man findet trotzdem irgendwo einen Haken, dass man es ja, verbessert, behebt, irgendwas verändert. Als ich das geguckt habe, da waren zum Beispiel hier weit weniger als die Hälfte eingekleistert. Zumindest packen wir das hier drunter. Und drücken das ein wenig an, dass es da auch bleibt. Ja, kann das so drücken. So wichtig ist, dass das ein bisschen von der Mitte weg ist. Also dass es nicht direkt an der Mitte dran ist, damit man die nicht blockiert. Und das muss waagerecht sein. So. Man kann es zum Beispiel auf die gleiche Höhe machen von dieser Kante. Solange da noch kein Element drauf ist, kein Problem. So, nehme ich mir das nächste Schatzi. Haben wir hier wieder so einen halben wie so eine Waffel, die man in Schokolade taucht. Ne? Also irgendwie nur halt ohne Schokolade. So, und jetzt kommt das hier oben dran. Genauso wie unten, nur halt ein bisschen auch wieder von der Mittelfalz weg. Man versucht es wieder irgendwie parallel auszurichten hier. So, auch die Dinger sieht man hinterher nicht mehr wirklich. Ein bisschen. Also wenn der Mechanismus am Laufen ist, dann ein bisschen. So, mir ist das Schatz hier wieder zur Hälfte einpinseln. Also jetzt habe ich mir gleich was Trickiges überlegt. Trickiges. Und zwar habe ich mir schon die Pop-Up-Elemente vorgebastelt und auch angeordnet, weil ich die so gemacht habe, dass man da Fotos reinschieben kann. Und deswegen ist die Anordnung auch besonders, besonders, besonders wichtig,
weil nämlich, wenn ich die Anordnung nicht richtig vornehme, dann habe ich das Problem, dass mein, meine Fotos da nicht reingehen. Jetzt war ich gerade so konzentriert, dass ich hier am Quatschen war, ne? So, also das schiebe ich hier direkt unter die Kante und gehe von der Mittelfalz ein bisschen rüber. Also das ist ein bisschen, ja, sagen wir mal 2 mm von der Mittelfalz weg. So, Luft. Dementsprechend machen wir das Gleiche auch hier oben. Jetzt habe ich in den Kleber gefasst, das war nicht schlau. Aber auch das kommt vor. Ich fürchte, das wird wieder ein relativ langes Video. Ich habe auch überlegt, dass ich das wahrscheinlich wieder durch 2 teile. Das heißt, ich mache mit euch hier das Pop-Up-Element. Und jetzt gehe ich hier auch runter. Auch wieder von der Mittelfalz weg. Ja, hier sieht man die Mittelfalz sehr schön. So. Hälfte gerade, zack. So. Und auch beim Basteln, ne? Wenn ihr das hier alles gemacht habt, probiert euren Mechanismus aus. Klappt es noch? Im wahrsten Sinne des Wortes? Jo, es klappt. So, meine Überlegung zum Thema, ob ich da 2 Videos draus mache. Das ist ja noch nicht fertig. Also das hier wird hier schön plappen, klappen, tülü. Aber ich will ja auch hier und hier noch andere Elemente dranbringen. Also es wird weitere Fotoelemente geben, wo man was reinstecken kann. Ich bin auch am Überlegen, ob ich das hier auch mit so einem Vellum mache, wie ich das hier getan habe. Oder ob ich die quasi ohne Sichtfenster mache. Also, dass man ja sie hinter so ein Pappstück stecken kann, ohne dass es davor noch irgendwie eine Scheibe oder eine Folie gibt. So, jetzt war ich total intelligent und habe mir die nummeriert. Und muss sie mir jetzt erstmal zurechtlegen, weil es kommen 8 Elemente hier drauf. Ich dachte, dann denken wir mal, dass ich 1... und 2 so gemacht habe. Oder habe ich sie beide oben gemacht? Ich muss jetzt tatsächlich mal überlegen. Ich habe 1 und 2, ich habe 3 und 4. Ach, die gehen alle nach oben auf. Das ist ja gut. Ja, weil man könnte theoretisch das auch ein bisschen heben und hier in diese Tasche kommen. So, also wir machen das so. 1 und 2, 3 und 4. Wie rum hatte ich den angeordnet? So, 1, 2, 3, 4. Also sie hängen nicht zusammen. Das kann ich ganz klar dazu sagen. Ich glaube, das hatte ich hier definitiv. Sie hängen nicht zusammen. Und dementsprechend. Ich glaube, ich hatte das eher so angerichtet. Naja, sie gehen alle gleich auf. Also wir haben alle die Öffnung oben, von daher alle gut. Dann habe ich 5 und 6 und A und B. 5 hatte die Öffnung oben, ne, unten. Die Öffnung. Achso, ich habe es einfach mal so gemacht. Ja, ist klar. Ich doof. So. Schwupp. 5 und 6. Da muss ja irgendwie drankommen, da was reinstecken zu können. Und dann haben wir noch A und B. Die haben seitliche Öffnung, weil das waren nämlich meine senkrechten Elemente. So. So könnt ihr euch das vorstellen, wird das dann werden. Nur, dass das natürlich alles dann irgendwie so hoch steht. So, und dann gucke ich nochmal, bin ich im Bilde, fokussiert das noch richtig, weil jetzt geht es nämlich ans Eingemachte. Ja, ich bin im Bild, ich habe jetzt 30 Minuten. Und damit sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Ja. Mhm. So, der Kaffee ist jetzt auch alle. Ist natürlich jetzt in einer halben Stunde doch kalt geworden. Oh, ich hab Monstermückenstich. Ich habe gestern meine Freundin besucht. In Celle und musste feststellen, da gibt es Monstermücken. Sie haben mich erwischt. So, ich rücke jetzt meine Sachen so ein bisschen zur Seite, dass ich sie nicht
Beklecker oder wie auch immer. So, und auch jetzt in der Mitte würde ich jetzt einen Mühplatz lassen. Ich nehme jetzt hier die mittlere Flap, bestreiche die anständig mit Kleber, lasse aber in der Mitte wirklich so einen Millimeter Platz, dass die Karten sich arrangieren können. Na, weil je akkurater und enger man so einen Mechanismus klebt, also akkurat ist schon ganz gut, aber eng, desto mehr kann sich halt auch verkanten. Und gerade bei so einem Teil, was einfach wirklich sich bewegen muss, weil wenn es sich nicht bewegt und sich verkantet, dann geht der ganze Mechanismus nicht mehr. Er ist insofern relativ robust, als dass er nicht gleich auseinanderfällt. Wenn er sich mal verkantet, man kann dann reinfassen. Dennoch funktioniert er halt nicht mehr. So, jetzt habe ich mich verwirrt. Nee, du warst unten. Also, dich hatte ich hier, ne? Okay. So, jetzt Captain Augenmaß. Auch gesagt, Eyeballing. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und wenn schief, dann alles schief, ne? Wenn ich das jetzt hier schief mache, dann sind die anderen auch alle schief, vielleicht je nachdem. Diesem einen ersten hier ausrichten werde. So, und hier empfiehlt es sich doch jedes Mal, also nicht bei jedem Mal, wenn ihr das gleiche Element mit den gleichen Maßen baut, aber wenn ihr das irgendwie größer, kleiner, irgendwas machen wollt, baut euch einen Prototypen. Oder auch wenn ihr jetzt das erste Mal das macht und das noch nie vorher gemacht habt, baut euch erstmal so ein paar Prototypen. Ich habe mir einen hier komplett aus Craft Paper gemacht. Ich habe einerseits natürlich die Maße hier ausprobiert und dann hatte ich nochmal einen Vorprototypen. Bis ich die Maße beieinander hatte, das dann doch ein bisschen gedauert. So, welches Hasi wollte ich jetzt hier haben? Jetzt bin ich völlig verwirrt. Vier, eigentlich müsstest du noch da. Du noch da. Bleibt dabei, was vorher war. So, jetzt gehe ich hier auf die gleiche Linie mit dem Element. Lücke. Gefällt mir. So, jetzt kann man das aber immer noch hochklappen. Weil jetzt kommen wir nämlich, wenn ich mir meinen Prototyp angucke, das nächste wird komplett angeklebt. Und zwar auch auf diese Kante. Wir fangen. Wir lassen immer die Falzen frei, ne? Also lasst euch wirklich einen Millimeter Platz an der Falz. So, und wenn das jetzt hier geklebt ist, dann werde ich den Mechanismus gleich mal eine Runde ausprobieren. Dass die auf jeden Fall schon mal fein und sauber laufen. Die Karten, die ich jetzt schon eingeklebt habe. So. Das empfiehlt sich auch, die Karten in der Reihenfolge einzukleben oder anzukleben, die ich jetzt hier gewählt habe. Alles andere kann euch ein bisschen in Chaos stürzen. So, jetzt erstmal drauflegen. Falz freilassen. Und jetzt versuchen, das ein bisschen auszurichten. Also. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch komplett chaosmäßig schief machen kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert, Leute. Und ich werde es auch mit diesem Projekt jetzt hier ganz bestimmt nicht ausprobieren. Wenn ich das versaue, dann beiße ich mir selber in den Allerwertesten, ihr dürft zugucken. So, unten gleicher Spaß. Die untere Kachel, sage ich mal, hier einstreichen. Falls ein bisschen schonen. Nicht so gut meine, die Falz mit einstreichen. Ihr habt genug Platz darunter noch. Da ist genug Platz, dass die Falz nicht unter eurem Klebstoffwahn leiden muss. Oder in diesem Fall unter meinem Klebstoffwahn. Also ran an den Falz fein, aber rüber auf gar keinen Fall, sonst haut ihr euch euren Mechanismus hier kaputt. So sagt sie. Falz freilassen, sitzt recht, schieben und zupfeln.
Oh, man kann auch ein Bild reinpacken. Das wird eh lustig, wenn ich hier noch ein paar Bilder reinmache. Dann zeige ich euch das aber nicht, wenn da Bilder drin sind. Privat, privat. Ein bisschen Spaß muss sein, aber auch privater Spaß muss sein. So, ich lege mir meine beiden Seitenelemente und die oben und unten Elemente mal weg. Nun gucken wir mal, ob sich, ne? Jetzt habe ich das hier so schön runtergedrückt. Könnt ihr euch mal erheben? Ja, genau, ihr seid gemeint. Ah, genau das meine ich. Erheben. So, jetzt möchte ich jetzt gerne, dass ihr hier mitmacht. Könntet ihr da mal? Ja, das ist auch wieder dieses Einschwingen, ne? Auf zu. Auf zu. Und zu Anfang ruppelt und rattelt und rattert das. Jetzt hält schon mal ein Magneten hier nicht mehr. Also mit dem Magnet werde ich mir auch noch was überlegen, weil nämlich. Ja, das hält jetzt auf dem Stoff auch nicht so ganz gut. Ah, das Schöne ist an der Stelle, hier kommt noch was anderes hin als Stoff. Ich muss allerdings mal gucken, wie ich das sinnvoll anklebe, damit ich das alles noch so aufkriege, wie ich es mir vorstelle. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Das steht auf dem anderen Blatt und kann dann von euch, begutachtet werden. So. Jetzt haben wir rechts und links. Kommen wir erstmal dazu. So, und hier, ich fange jetzt erstmal rechts an. Hier peile ich diese Kante als Unterseite an und es muss runter. Also unter die ganzen Karten, also unter die Karte, unter die Karte, unter die Karte muss es komplett runter. So, und es wird jetzt auf den Stab hier. Ach, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Das kommt jetzt hier auf den Stab. Auch da lasst ein bisschen Platz zur nächsten Karte oder zum nächsten Element. Also, dass es nicht Stoß auf Stoß ist, sondern dass es noch ein bisschen Bewegungsfreiheit bekommt. So, auch leichter gesagt als getan. Ich schiebe es hier drauf, peile hier diese Kante unten an. Schiebe es immer ein bisschen näher und bis zum Anschlag und ruckel das ein bisschen wieder raus. So. Gleiches Spiel mit dieser Karte. Also hier. So, auch drunter. Hier nehmen wir die Oberkante hier. Diese Oberkante ist diese Kantenseite oder korrespondiert mit dieser Kantenseite. Natürlich gucken, dass ich die oberen Kanten nicht mit oder die oberen Karten nicht mit einklebe. Schwubbeldi-wubbeldi. Und dann legen wir uns das erstmal hier drauf. Hier habe ich ein bisschen Klebekante gemacht. Wichtig ist jetzt, es muss unter. Ganz, ganz wichtig. Unter alle Karten, weil sonst funktioniert euer Mechanismus wieder nicht. So. Ich würde es von Herzen gerne jetzt wieder ausprobieren. Ich habe noch ein bisschen Sorge, dass ich mir hier meine Klebelaschen dabei abziehe. So. Gott, mache ich das jetzt? Ja, es hebt sich. Okay, das reicht schon. Es hebt sich, das reicht. Tja, und hier bin ich am Überlegen, was mache ich denn mit diesem Element, was ich da noch haben wollte. Tja, aber gut, das ist, steht auf dem anderen Blatt. Jetzt kommen diese beiden Elemente hier oben. Sie dürfen nicht zu weit rüber stehen. Sie dürfen nicht zu gerade sein. Sie müssen sich drehen. Sie müssen ein bisschen hinter dieser Kante verschwinden. Aber ein bisschen. Also möglichst so. So, und deswegen werde ich jetzt hier oben verteile ich nicht ganz so viel Kleber. Also ich mache die Lasche nur,
Klebe ich nur an bis zur Kante dieser Karte hier. Trick 17. Aber ich wollte eigentlich versuchen, die Kante dieser Karte nicht mit anzukleben. Ist mir nicht so ganz gelungen. So, ich hatte gerade gesagt, ein bisschen überstehen. Hier habe ich ein bisschen Überstand an die Seite. Bei diesen Karten hier, oben, unten, macht das gleich total Sinn, das auszuprobieren, während der Kleber noch nicht hundertprozentig trocken ist. Falls daran noch was zu schieben ist, kann man ihn noch schieben. Wenn dieser Kleber trocken ist oder sehr, 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 sehr angezogen hat, könnt ihr das mal voll vergessen. So, aber auch nicht weiter schlimm. Auch hier gehe ich wieder drunter. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch im Bild bin. Jetzt gucken wir mal. Bin ich mit dem unteren Teil noch im Bild? Ah, so ein bisschen, ne? Puh. Jetzt kommt die Wahrheit. Klappt es oder klappt es nicht? Ja, es klappt. So, ich drehe es mir mal um, dann kann ich ein bisschen anpacken. Also, die Karten. Die Karten drehen sich hier so ein. Ihr seht den Mechanismus. Die kommen hoch, die drehen sich ein. Das ist auch mit ein Grund, warum ich hier noch Papier drunter mache, dass die nicht an dem rauen Stoff quasi hängen bleiben. Diese Seite hier flutscht viel besser, weil da schon Papier drunter ist. Okay, irgendwo klebt es, klemmt es, klemmt es. Wo klemmt es denn? Du klemmst hier, du drehst dich nicht, du Nase. Hier dreht sich. Supi. Ich bin stolz auf dich. Und was machst du hier? Ach, du bist da drüber gelandet. Okay, das sagt natürlich einiges. Warum auch immer, warte mal. Fummeln wir es mal drunter. Dann kann das natürlich nicht funktionieren. So, ist nicht viel besser. Ja, dass das zu Anfang ein bisschen knatscht und knatscht, ist völlig normal. Den Mechanismus muss ich erstmal ein bisschen einspielen. Und ja, man muss ihm ein bisschen helfen. Gerade wenn man da so einen blöden Stoff hat. Also blöd, der Stoff ist toll. Aber er ist nicht dafür geeignet. Geht da gleich leichter. Wupp. 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 Und das macht man jetzt so 3 Jahre lang und dann funktioniert das ganz geschmeidig. Spaß beiseite, Leute. Es hat auf jeden Fall geklappt und funktioniert, so wie ich das haben möchte. Wie gesagt, in groß werden die Pappen ein bisschen wabbeliger, deswegen muss man hier und da aufdoppeln. Ihr habt ja gesehen, dass ich das schon ganz gut gemacht habe. Ja, der Mechanismus läuft. Im zweiten Video werden wir den Rest dekorieren. Okay, ich sehe gerade, dass sich hier unten was gelöst hat. Möglicherweise musste es sich lösen, damit es funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Halt nur meinen Finger dazwischen. Ja, das musste sich nicht lösen, damit es funktioniert. Es hat sich gelöst. Nicht so schlimm. Ich benutze einfach noch ein bisschen Kleber. Und zwar war das das Dreieck unten. Da ist ein bisschen was aufgegangen von dem Designpapier. Das darf sich jetzt erstmal noch ein bisschen setzen. Das ist halb so wild. Mit sowas kann ich arbeiten, wenn das jetzt passiert und ich das dann beheben kann. Alles wirklich völlig in Ordnung. Ja, hab vielen Dank fürs Zuschauen. Teil 2 wird sich dann damit beschäftigen, hier die anderen Fotoelemente drauf zu bringen.
Und diesen Mechanismus hier quasi als Hauptelement auf dieser Seite zu feiern. So. Jetzt haben wir hier das kleine Klebedings. Haben wir wieder behoben. Ja, ich sag einfach mal, wir sehen uns in Teil 2. Habt vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst in diesem Kino.